Und los geht's. Hi zusammen, Marco von Huawei Blog hier. Und ihr habt es vielleicht gemerkt, in letzter Zeit gibt es leider nicht mehr ganz so viel von mir zu lesen auf dem Blog. Keine ausführlichen Berichte mehr, keine Hintergründe, kein Marco Motz. Liegt ganz einfach daran, so ein Artikel mit 2.000, 5.000, 6.000 Wörter, der braucht seine Zeit. Die Zeit habe ich momentan nicht. Deshalb haben wir uns auf der IFA überlegt, neues Format für euch, bei dem ihr mich jetzt sehen und vor allem hören könnt. Natürlich in der gleichen gewohnten Art und Weise wie auch bei den Artikeln, mit Hintergründen, mit persönlichen Eindrücken etc. Löst natürlich nicht unseren Blog ab, soll alles ergänzen. Es gibt weiterhin ausführliche Test- und Erfahrungsberichte, News und auch die Infos zu Updates. Aber jetzt erstmal unser neues Format, Folge 1, los geht's! Und dann starten wir auch gleich mit einem Rückblick zur IFA. Ein Monat ist es rund her, dass Rainer und ich Berlin unsicher gemacht haben. Und wir haben bei Huawei auch einige Highlights entdeckt. Ein besonderes Highlight für uns war die neue Huawei Watch D. Die erste Watch, die den Blutdruck messen kann. Und zwar auf eine Art und Weise, wie man es vom Arzt kennt. Das heißt, hier im Armband ist so ein aufblasbarer Schlauch, der wirklich, so wie man es kennt, dann Luft reinpumpt, den Blutdruck misst. Und das ist schon ziemlich eindrucksvoll. 6 Jahre hat wohl die Entwicklung gedauert, damit man so eine Pumpe in diese kleine Smartwatch reinbekommt. Ab Mitte Oktober soll sie vorbestellbar sein und wir sind schon gespannt, wie sie sich dann in so einem Testalltag schlägt. Und Erfahrungsbericht wird sicherlich bei uns geben. Ebenfalls neu gekommen ist während der IFA die Zertifizierung für die EKG-Funktion. Und zwar nicht nur für die Watch D, sondern auch für die GT3 Pro, mit der man jetzt das EKG auch messen kann. Tolle Sache, weil immer mehr von euch wollen diese Fitness- und Gesundheitsfunktionen haben. Und da ist Huawei mit seinen Smartwatches einfach weiterhin sehr beliebt. Tolle Sache. Weiteres Highlight für mich, das neue MateBook X Pro 2022. Ihr seht hier, ich habe das 2021er Modell im Einsatz, was im Grunde nur ein Update war, den Prozessor betreffend. Diesmal gibt es etwas mehr. Man hat neue Funktionen eingebaut am Touchpad mit Feedback, mit sinnvollen Funktionen. Vielleicht habt ihr unseren gemeinsamen Stream mit den Freunden von Allround PC gesehen. Da haben wir die ganzen schon vorgestellt, die ganzen neuen Funktionen. Und auch da bin ich schwer gespannt, weil ich wirklich in den letzten Jahren immer die Tablets sehr, sehr gerne genutzt habe und auch nutze in meinem Alltag auf die Erfahrung. Ich hoffe, wir kriegen es zum Test. Ja, weiteres Produkt, was vorgestellt wurde. Huawei kann weiterhin Smartphones. Das Huawei Nova 10 Pro. Wir hatten es schon während der IFA ausgiebig im Einsatz, haben euch auch ständig auf dem Laufen gehalten. Ein Kurzreview geht relativ schnell. Absolut tolles Selfie-Cam, sehr beeindruckend, super. Das, was hier verbaut ist, haben andere nicht mal als Hauptkamera. Eine wahnsinnig lange Akkulaufzeit, das hat mich schwer beeindruckt während der IFA, weil da geht selbst mein Mate 40 Pro irgendwann am Nachmittag schon mal in die Knie bei all den Filmereien, bei all dem Social Media und Co. Das ist wirklich super und ich finde es tatsächlich sehr schick und stylisch. Also gerade dieser Bereich um die Kamera, das ist wirklich schon verdammt hochwertig und sieht einfach wirklich gut aus. Ja, es gibt aber natürlich auch Schwächen. Lowlight-Aufnahmen, da merkt man deutlich, dass der Fokus auf der Selfie-Cam liegt. Also für alle Insta-Story-Fans gutes Gerät, für alle, die wirklich tolle, hochwertige Aufnahmen mit der Hauptkamera machen wollen, da würde ich andere Geräte vorschlagen. Ansonsten gibt es natürlich weiterhin die Einschränkungen, die wir schon kennen. Es gibt nur 4G, kein 5G und es gibt keine Google Mobile Services. Das ist für viele gar nicht mal das Problem, aber es gibt noch einen ganz, ganz, ganz großen Knackpunkt, den Preis.
Huawei ruft in Deutschland satte 699 Euro für dieses Gerät auf. Wer immer sich diesen Preis ausgedacht hat und ihn vielleicht mal mit dem Markt verglichen hat, der scheint entweder kein großes Interesse daran zu haben, dass das Gerät reisend verkauft wird, oder ja, ich weiß es nicht. Gerne eure Eindrücke zu diesem Preis. Wir finden ihn vollkommen überzogen. Für 699 Euro kriege ich ein Pixel 6, jetzt demnächst auch ein Pixel 7, was einfach vom Funktionsumfang auch absolute Oberklasse ist und ja, leider das Nova, das muss man ganz klar sagen, aussticht. Müsste günstiger sein, dann wäre es eine Empfehlung. So, leider nein. Was hat uns noch beschäftigt im September 2022? Da war vor allem das Thema Mate 50 Serie und die Vorstellung. Die Vorstellung in China, die ist tatsächlich am 6.9. erfolgt. Sehr unglückliches Datum, wie ich finde, weil es direkt im Anschluss an die IFA war. Aber wir haben euch in unserem IFA-Livestream schon einiges dazu gesagt. Wir hatten auch Colin Kong, den Country Manager, also den Deutschlandchef der Huawei Consumer Business Sparte, dazu gefragt. Der hat uns dazu wirklich bereitwillig Auskunft gegeben und auch einige Punkte genannt, wo wir sagen müssen, okay, das sind legitime Argumente. Wer den Livestream verpasst hat zu diesem Thema, kann ich unbedingt empfehlen, einfach nochmal reinschauen. Dann gab es die zweite große Diskussion um den Global Launch. Und alle haben kolportiert, 26.09., es gibt Teaser, es gibt das Datum, da kommt das Ding. Nein. Nein. Auch das haben wir mehrfach betont. Es gibt keinen Global Launch am 26.09. Tatsächlich ist es so, dass Huawei für die Mate 50 Serie gar keinen Global Launch hat. Ja, jetzt werden einige sagen, aber das ist doch schon in Polen und der Türkei und so vorgestellt. Richtig. Es gibt diesmal keinen Global Launch, also China Launch, Global Launch, sondern es gibt regionale Launches. Wobei wir tatsächlich noch nicht mal rausgefunden haben, sind es jetzt Länder Launch oder sind es regional, also Huawei Western Europe, Eastern Europe, keine Ahnung. Fakt ist, in Deutschland ist es noch nicht offiziell vorgestellt. Natürlich könnt ihr es euch jetzt aus China, aus Polen, Rumänien, der Türkei oder sonst was importieren, aber dann entfällt natürlich der Bereich deutsche Gewährleistung, Garantie beim deutschen Support. Da müsst ihr immer drauf achten. Also, wenn ihr das das Mate 50 haben wollt, dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden auf dem deutschen Markt. Wir rechnen mit Mitte, Ende Oktober, dass das Gerät vorgestellt wird. Und natürlich rechnen wir auch damit, dass wir ein Testgerät bekommen und das Gerät ausgiebig, wie ihr es von uns gewohnt seid, testen können und anschließend einen Erfahrungsbericht liefern. Spannend natürlich der Bereich mit der variablen Linse. Spannend wie immer der Bereich natürlich Kamera. Auch das Thema 5G Workaround mit 5G Hüllen, die scheinbar nur in China, aber vielleicht doch irgendwie global verfügbar sind, womit man zumindest das 5G Thema umgehen kann. All das kann ich euch schon mal im Ausblick ankündigen für wahrscheinlich Ende Oktober bzw. Anfang November. Also wer auf ein Mate 50 Series spekuliert in Richtung Weihnachten, bis dahin habt ihr auf jeden Fall alle Infos von uns. Ja, und dann gab es da noch dieses immer mal wiederkehrende Thema Lockerung der US-Sanktionen. Auch da haben wieder all die, die ansonsten kaum über Huawei berichten, zugeschlagen und mit tollen Headlines viel Aufmerksamkeit erreicht. Ich hätte gerne viel dazu geschrieben, gesagt, aber ich habe einfach ab und zu gestöhnt und mir das für jetzt aufgehoben. Ja, bereits Anfang August hat Bloomberg berichtet, dass die US-Regierung die Beschränkungen für die gemeinsame Nutzung von Technologien mit Unternehmen, die auf der schwarzen Liste, also diese Entity List stehen, lockern möchte. Auf dieser Liste steht eben auch Huawei. Nochmal, der Bericht war vom 8. August. Wir haben jetzt, wo ich das Ganze aufnehme, den 1. Oktober. Viel ist geschrieben worden, bis jetzt ist aber nichts passiert. Genau das ist es. Es kommt dann so ein wahnsinniger Hype, es werden Erwartungen geschürt, aber sowas braucht Zeit. Und keiner hat so richtig verstanden und kennt so richtig die Zusammenhänge, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Und
das ist für mich immer so ein Problem. Wir wollen keine reiserischen Headlines bieten. Wir wollen, wenn dann, auch die Hintergründe. Wir sind aber weder ein Wirtschaftsblog noch ein Politikblog. Das heißt, wir beschränken uns auf die Informationen, die wir haben, oder sagen ansonsten ganz klar, wir können dazu noch nicht mehr sagen. Ich würde das Thema mal so unter vorsichtigen Optimismus titulieren. Ob wirklich dadurch eine Annäherung und eine Öffnung wieder für Huawei zu Google Mobile Diensten, zu der 5G-Technologie möglich ist, das kann ich nicht sagen. Umgekehrt zeigt dieser Schritt der USA aber vielleicht auch, dass man gesehen hat, die Chinesen, die holen da ganz schön schnell auf. Ich habe jetzt gelesen, die erste Fertigung mit 7 Nanometer für CPUs soll in China bereits möglich sein. Die sind da verdammt schnell. Aber nochmal, weder Politik noch Wirtschaftsblock, was sich bei dem Thema entwickelt, das wird die nächste Zeit, und mit nächster Zeit meine ich normalerweise nicht Wochen, sondern eher Monate, zeigen. Wollt ihr eigentlich diese Rückkehr zu der, ich sag jetzt mal allgemein, US-Technologie? Oder wollt ihr das Beste aus beiden Welten? Oder wollt ihr, dass Huawei die Entwicklung da ganz allein beschreitet? Kommentiert doch einfach mal und gebt uns ein Feedback, wie eure Meinung dazu ist. Und das soll es auch schon fast gewesen sein am Ende von Folge 1 von Huawei Talk. Wir haben es euch gesagt, kurz, knapp und präzise. Möchten wir euch über die aktuellen Themen unterrichten. Ich denke, das ist hiermit erfolgt. Ansonsten, wenn ihr Ausführlicheres wollt, aktuell empfehlenswert bei uns auf Huawei Blog die Testberichte der FreeBuds SE für 50 Euro. Richtig gute, günstige In-Ear-Kopfhörer. Und auch unser ausführlicher Testbericht zum Huawei MateBook 16S, und zwar die Variante mit i9 und i7. Das interessiert ja auch immer viele. Wie viel Leistung habe ich da zur Verfügung? Wie sind die im Vergleich? Lohnt sich der Aufpreis? Lohnt er sich nicht? Da hat unser Dominik genau hingeschaut und die beiden Modelle verglichen. Ansonsten sagt uns gerne, was ihr von diesem neuen Format haltet, was ihr euch für Inhalte wünscht, wie das Ganze noch aufgebaut sein soll. Wir haben hiermit erstmal Testballon gestartet und schauen, wie es bei euch ankommt. Ich würde mich über Feedback freuen und dann schauen wir mal, wie oft wir dieses Format anbieten zukünftig, wie oft ihr es haben wollt, was ihr haben wollt. Ich sag bis dahin, ciao, euer Marco.